setzt, um schnell Militär Landebahn zu haben, falls es mal zum Krieg kommen sollte. Und ich glaube, hier in der Ecke bei uns, die A57 irgendwie, ich glaube, Richtung Arnheim, nee, nicht Arnheim, was ist das da? Nimwegen da hoch, bei Zanten da. Da gibt es nämlich auch so einen Abschnitt. Mal gucken, wenn ich den Namen der Seite wieder finde, den Link dazu, dann kann ich mal unter das Video setzen. Komm, halbe Stunde, noch eine Stunde, viele Stunden. Ja, endlich kriegen wir mal ein bisschen Mais hier. Ja, die haben wir hier nur noch. Vernichten. Nehmen wir, was ist das? Flüssigkeitsdünger. Köln-Bonn, hat sich schnell abgehandelt. Butter, 15. nehmen wir auch. Ja, das können wir. Oh, wow! Pizza, 14. Ja, okay, können wir auch nehmen. Wir können ja Teile und wir verkaufen oder wir fahren mit der Bahn. Ja, das geht jetzt rund hier. Auftragsbestätigung, ich nehme jetzt mal alle. Ich bin jetzt echt größenwahnsinnig, Leute. Wann muss der da sein? 15. Ich muss mal gucken, der war bis zum 17. ne? So, wir können ja zum Not immer noch ein bisschen was mit der Bahn transportieren. Zackig, knackig und weg. So. Dann wisst ihr ja schon, was ich jetzt machen werde. Ich renne wieder zum Fuhrpark und dann verschicke ich alle LKWs, die wir haben. Und dann mache ich meine berühmte Bahnrunde. Und was ich dann nicht loswerde, verkaufe ich wieder an anderen Speditionen. Komm, Mais Auftrag nehmen. Damit können wir nämlich beide LKWs wegschicken. Abfahren, versichern und weg mit der Scheiße. Oh, ich habe einen ohne Anhänger. Ist okay. Komm, Kühlpizza. Auftrag nehmen, akzeptiert. Abfahren, Versicherung. Dann gehe ich nochmal nach oben zum Fach. Ah, der andere hat sich ja nicht anfaxen lassen. Ich guck mal eben, was ich jetzt per Bahn verteilen kann. Nix, das ist schön. Auch keine Güter, die ich versenden kann. Das ist auch schön. Tank, das sind... Nee. Ich muss doch mal irgendwann mal gehen, dass die mal auch mal für mich mal Zeit haben. Oder geht das nur früh morgens? Dann können wir den hier mit abschicken. Ja, wie gesagt, unser Mann ist noch immer auf Kurs. Hier ist Radio HD. Wir haben Verkehrsnachrichten. Autobahnkreuzbinden im Raum München-Gladbach. Das macht ja nichts. Bankangestellten Lohnkürzung um 35%. Schön, nicht? Gut, wir machen schön nicht und gehen nach oben. Ja. 21.49 Uhr haben wir gerade. Heute ist immer noch der Montag. Ich habe mir eine Woche freigenommen, damit ich mehr Zeit für euch habe. Keine in Reichweite, keine LKWs, die muss ich noch loswerden. Nicht die LKWs, aber die Aufträge, ihr wisst ja. Hahaha. Schon wieder ein Tieflader. Schienensperrige Güter, 15. Den verkaufe ich gleich wieder. Wir brauchen mehr Tank-LKWs. Ich gehe gleich nochmal auf Tanktour. Alle Rechnungen. Kfz-Steuer, Vollkasko. Kfz-Steuer, Kfz-Steuer, Kfz-Steuer. Ja, aber wie gesagt, das kriegen wir alles nachher wieder rein. Ich bestätige jetzt wirklich hemmungslos. Wir kaufen jetzt gleich mehr Tank-LKWs.
Und starten die Dinger gleich per Fax, mit Fax aus, schon mal. Das machen wir jetzt als gnadenlos hier. Gucken, was haben wir noch im Angebot, was steht noch rum? Miau. Ein einsamer Anhänger ohne LKW. Okay. So, ich fahre mal eben gucken, ob wir noch irgendwie einen Tank-LKW auftreiben können. 37, Sattel auf Liga. Tankgröße 160 Liter. Spritverbrauch. Na, da muss der, ich würde sagen, Telefon, Nutzlast, Kaufpreis. Wie viel PS hat denn der überhaupt? PS 328? Oh, der hat dafür einen größeren Tank. Ist auch ein bisschen billiger. 175, der hat schon beides. Der hat auch mehr PS, aber einen kleineren Tank. Aber der kostet auch... Ja, der hat aber mehr PS. Komm, akzeptiert, den kaufe ich mal. Ich bin jetzt ein bisschen verschwenderisch. Hat er beides gehabt? Ja, hat er. Ist mir egal, kaufen wir jetzt. Wird nach Bonn geliefert. Ich kaufe noch den Tanker mit. So, dann melden wir jetzt noch die Werbe. Lackierung drauf pappen. Habe ich. Ach ja, geht ja gar nicht. Drauf reingefallen, reingefallen. Aber wir müssen den erstmal wieder. Hier ist der Wehofner. Ja, ich möchte einen LKW versichern. Nein, LKW hat wechseln. Wie du sagst, ich hab keinen. Tausend, der ist auf 100.000. Na, dann mache ich Vollkasko. So, LKW wächst. Nein. Super, jetzt darf ich hier wieder. Was habe ich gesagt? Erstmal Vollkasko, weil das Ding ist neu. Selbstbeteiligung nehme ich auch mal die 1000. So, LKW versichern. Okay. Habe ich damals auch nie gemacht, wo ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe. So, nein, möchten wir nicht. Arrivederci. So, dann können wir den jetzt eben auch wegschicken. Und weg damit, Auftrag annehmen. Auch wenn wir jetzt keinen LKW-Fahrer mit ADR-Schein haben. Wir werden jetzt erstmal gleich ein paar LKW-Fahrer auf ADR machen. So, zum Personalchef. Einer macht ja schon ADR-Schein. So, Personalblatt. Komm, der kriegt auch noch ADR-Schein aufgebrummt. Okay, man kann nur bis zum... Alles klar, merken wir uns fürs nächste Mal. Und wir stellen schon mal einen auf Vorrat ein. Putzfrauen. Na gut, ich glaube, wir könnten erst wieder einstellen, wenn der eine weg ist. So, zum Faxgerät. Na, das wird jetzt hier, was ich hier gemacht habe. Da bin ich mal gespannt, wie wir uns da wieder aus dem Lager rausreiten können. Wie gesagt, zur Not verkaufe ich wieder ein paar Aufträge. Ein einsamer LKW. Ach, das geht doch hier. Kerosinladung. Und wir werden dann wieder noch ein paar Tank-LKWs kaufen, wenn wir noch gleich ein bisschen Geld haben. Wir bauen jetzt kräftig auf Tank aus. Wir machen Tatanka. Ach, es. Sattelzug, Tank, ja,
Zahlen wir jetzt mal alles. Ist zwar jetzt wieder ein bisschen, ja, Gesamtkosten über 1 Million, aber egal. Das ist mir jetzt Schnuppe. Yeah, der hat den ADR schon bestanden, das ist gut. Das heißt dann auch, so wie es aussieht, dass die auch durchfallen können. Damit haben wir jetzt einen LKW-Fahrer mit ADR-Schein. Das ist... Na, keine Reichweite. So, dann warte ich mal hier vor ein bisschen. Na komm, wann? 15. ist am 14. Na, das wird jetzt auch ein bisschen knapp mit der Butter. Dann mach mal Butter bei den Fischen, ne? So, wir warten noch mal ein bisschen. Gucken, was für LKWs jetzt da sind. Die man so anfaxen kann. Kerosin. Alles klar. Jo. Mexiko AG. Einsam und erlassen. Ich guck mal nach, was uns wieder reingelegt worden ist. Bestimmt wieder ein paar Rechnungen. Und hast du nicht gesehen? Ja, wollte er sagen. Frachtversicherung bezahlen. Halbe Stunde. Wir gehen nochmal zum Fax. Dann gehen wir zum Fuhrpark. Mal gucken, wer da reingefahren ist. Immer noch der Einsame und Verlassene. Und dann werden wir uns langsam in der Richtung nach Hause begeben. Hause, 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 Hause. Ich will nach Hause, Mause. Ja. Und dann werden wir mal gucken, was wir noch so an Fracht haben, die wir morgen loswerden können, ganz früh. Wir stehen auch sofort auf und fahren dann nach immer noch keiner da. Die sind alle dann unterwegs über Nacht. Jetzt fahren wir zur Frau und sagen, hallo, wie war dein Frühjahrsputz? Ja. So, die übliche Konversation kennen wir ja schon. Ich spanne mir das Vorlesen. Ich brauche dringend ein paar Schuhe. Jawohl, kauf dir doch welche. Also gut. Wir denken uns unseren Teil, was der liebe Göttergatte jetzt der Frau sagen möchte. Ein Arbeit... Ich habe es gelesen, ein Arbeitsspeichertag ist jetzt vorüber. Oh, jetzt haben wir Weekend. Verdammt, Doc, ich müsste eigentlich nochmal in die Firma fahren. Habe ich jetzt ganz vergessen, dass da noch Wochenende dazwischen ist? Was machen wir dieses Woche? Fahren wir Fahrrad? Gehen wir mit unserem Sohn in den Zoo? Besuchen den Botanischen Garten? Muss leider arbeiten. Ach komm, jetzt auch mal was für den Sohn. Ab in den Zoo. Der Sohn hatte Spaß. So, okay, jetzt wird's aber spannend. Jetzt müssen wir nämlich aufstehen und dann so schnell wie möglich zur Arbeit fahren. Ausgeschlafen, Liebling, habe ich, Schatzi Mausi. Die Katze unseres Nachbarn wurde schon wieder überfahren. Kaufe bitte einen einen Strauß Blumen. Nina, endlich lasse ich mal Blumen. Ich bin tierlieb. Wie gesagt, ich habe selber Katzen. Freundin hat Katzen, also... Immer noch kein Auto da. Ist ja nicht wahr. Ich mach mal eben hier mal eben alles unsicher, was wir jetzt so wegkriegen können. Güterversand. Den Tieflader. Ladung versichern. Den hauen wir ab. Ne, der ist weg. Okay. Gucken, ob hier was ist, was wir versendern können. Versendern. Die versenden. Hätte ja mal sein können. Ah, super. Auch am frühen Morgen geht hier nichts. Ist irgendein LKW wieder zurück? Ah, toll, der Silo ist jetzt endlich angekommen. So, ich versuche mal kurz eben was zu verkaufen. Seehofner, ich möchte Ihnen einen Auftrag verkaufen. Er möchte keinen.